Sag doch was. Ich hab Hunger. Ich auch. Boah, gestern zum Abendessen hat Sushi so gut geschmeckt. Ach Mann, ich mag kein Sushi. Deswegen mag ich dich nicht. Mann, jeder hat seine Meinung. Ja, aber ich mag deine Meinung auch nicht. Oh Mann, egal. Besser Thema. Was für Spiele spielst du so? Ja, ich spiele Fußball, Basketball, Handyspiele und so weiter. Ach, manchmal werden wir einen Vogel mit einem Stein treffen. Was? Ich zeig dich an. Du willst Vogel mit Steinen treffen? Ja, Vögel nerven Menschen bestimmt auch irgendwie. Ja, wie scheißt du dich an und machen das nicht sauber. Aber wir sind nicht die Einigen, die den Streit anfangen. Weil wir eher in Frieden fliegen wollen und auch euch in Frieden laufen lassen wollen. Oh, wie süß. Hast du Lust, mit mir irgendwie ein Spiel zu spielen? Ja, gern. Lass mir den Ball hier spielen. Nee, ich würde gerne Videospiele spielen. Oh Mann, ich habe mein Handy nicht mit. Du hast ein Handy? Natürlich. Wir können dann auch ein Selfie machen, damit ich das auf Facebook posten kann. Damit die anderen Tauben sehen können, dass Menschen und Tauben in Frieden sind. Ich habe ein Handy dabei. Ich wusste, dass Menschen ohne Handy nicht leben können. Doch, aber ohne Handy ist langweilig. Willst du mir sagen, dass dir langweilig ist, mit mir zu reden? Naja, ich halte dich seit 1901 und seit 1949 wirst du als Friedenssymbol bezeichnet. Mann, es nervt mich, dass du mehr Bedeutung als ich hast. Mann, ich dachte, du liebst Tauben. Nee, Pablo Picasso hat eine Bindung zu Tauben seit von Kindheit. Aber ich soll ja für ihn hier eine Taube haben. Warum macht er das nicht selber? Ich hatte auch nie gedacht, dass es so lange dauern wird. Mann, du hältst mich so fest. Ich schwitze, muss heute noch mal duschen. Lass uns jetzt ein Selfie machen. Ich schicke dir das, dann kannst du das posten. Und, gefällt dir das Bild? Ja, natürlich. Ich werde das heute posten. Sehr gut, markiere mich.